Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einem weiteren Teil in Shrouded. Aber es ist kein normaler Teil tatsächlich, denn einer aus unserer Community, der liebe Xellos, hat einen kleinen Dungeon gebaut, in dem es ja Rätsel zu entdecken gibt und den werden wir uns heute anschauen. Ich war selber tatsächlich noch nicht drin, ich habe also keine Ahnung, worum es geht und ich bin auf jeden Fall übel gespannt, wie es so sein wird. Wenn ihr auch Bock habt, unserer Community beizutreten, dann joint hier Discord oder Instagram. Da haben wir auch eigene Enshrouded-Server, solltet ihr Lust haben, mit uns spielen zu wollen. Genau. Und was ihr auch nicht vergessen solltet, wenn ihr möchtet, lasst einen Like da, drückt auf den Abo-Button und auf das Glöckchen. Ja Leute, und in dem Sinn würde ich sagen, wir starten ins Abenteuer rein. Ich wünsche euch viel Spaß, mir viele Nerven und let's go. Ja Leute, wir sind hier auf dem Server Weizlo. Der nennt sich so, weil Weizlo hier gerade restauriert wird. Also wenn ihr da auch Lust drauf habt, könnt ihr da natürlich auch gerne mitmachen. Und genau hier hat eben der gute Xellos den Dungeon gebaut. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass ich hier durch diesen, ja, zerstörten Gang laufen muss. Und dann ist hier eine Grube mit blauen Pilzen. Und normalerweise könnte man sich jetzt hier drüber schwingen zum anderen Ende. Aber es hieß, ich soll mich in der Schlucht umsehen. Das weiß ich natürlich auch nicht. Oh mein Gott. Wohin genau? Und ich glaube, ja, ich habe halt auch eine Latenz, die halt jetzt mega hoch ist. Deswegen hoffe ich, dass es einigermaßen flüssig läuft. Wenn ich mich jetzt hier so umsehe, dann ist der einzige Weg, der jetzt hier lang führt. Das heißt, dem werden wir einfach mal folgen. Und jetzt haben wir da was, was uns schon anschaut. Bist du der Türsteher? Hi, ich habe leider meinen Ausweis nicht dabei. Deswegen schleiche ich mich jetzt ganz schnell an dir vorbei. Aha, okay. Also, jetzt sind wir in so einer Art Vorraum. Gibt es jetzt hier irgendwas, was man schon beachten müsste? Ich sehe jetzt aktuell nichts. Ich hoffe, meine Fackel reicht. Oh mein Gott, was passiert hier? Hä, habt ihr das gesehen? Kann ich das nochmal machen? Hä, wie geht das? Wieso kann ich da durchschweben, Leute? Liegt es jetzt daran, dass ich Latenzprobleme habe oder woran? Na, guckt mal, ich hüpfe da einfach so durch. Das ist ja geil. Und da oben ist was zum Schwingen. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das brauche. Wir gucken uns mal jetzt kurz weiter um. Aha. Also ja, ich brauche es, damit ich hier oben rüberkomme. Ganz toll, Xellos. Da hast du dir ja was richtig Gutes überlegt für Klein Luni, die einfach überhaupt sowas nicht kann. Oh mein Gott, dann egal, wir probieren es mal. Also, wir hüpfen wieder hier durch. Oh mein Gott, nein. Seht ihr, genau das meine ich. Ich bin einfach zu blöd dafür. Naja, vielleicht kann ich das Ding hier ja austricksen und gehe einfach von hier. Hey, ich hab's doch angeschwungen. Also ich glaube, das ist auch gerade wirklich irgendwie ziemlich laggy. Das ist natürlich total bescheuert. Scheiße, ich glaube, ich muss wirklich von da hinten hoch. Eine Ewigkeit später. Okay, ich habe es geschafft und meine Fackel ist kaputt. Deswegen, ich habe noch hier Irrlichter. Nehmen wir halt die dabei und wir schumpern uns hier durch in den nächsten Raum, der richtig cool ausschaut, finde ich. So, was haben wir denn da? Gibt es hier irgendein Geheimnis? Wir müssen quasi den Ausgang finden, soweit ich weiß, und verschiedene Rätsel lösen. Hier können wir einmal durchgehen und hier haben wir so eine... Hey, das sieht richtig schön aus und... Ich will jetzt da nur nicht drinnen baden, weil hier so ein Krokodil ist und der wahrscheinlich nicht so freundlich ist, wenn man da drin badet. Aha, wartet mal. Hier geht's also auch lang. Okay, das müssen wir uns mal merken, denn hier geht's auch lang. Hey, das ist auch geil. Hier können wir uns hinsetzen, können eine kleine Mahlzeit nehmen. Aber das ist nicht Ziel der Sache. Gott, habt ihr das gehört?
Alter Verwalter. Okay, also hier geht's nicht weiter. Haben wir denn nicht hier vielleicht irgendwas? Nein. Das heißt, wir haben tatsächlich hier hinten so einen kleinen Gang. Wir schauen aber zuerst mal hier lang, was hier noch so ist. Weil hier geht's ja auch diverse Gänge lang. Und wenn wir geradeaus weiterlaufen, sehen wir nur Gebüsch. Okay, also irgendwie, hallo, wieder zurück. Hier kann man was öffnen. Wo bin ich denn eigentlich jetzt? Bin ich dahergekommen? Ja. Da ist was zum Raufspringen. Okay. Und wenn wir dann den dritten Gang lang gehen, können wir hier auch wieder eine Geheimtür öffnen. Und sind im nächsten Raum. Der, ach so, ein geheimes Plumpsklo. Schaut mal alle weg, ich muss kurz auf die Toilette. Nein, Spaß. Übrigens, wenn ihr die Rüstung seht, die ich hier anhabe, das ist die aus den Twitch-Drops. Das Einzige, was ich jetzt nicht anhabe, ist der Hut, den habe ich vergessen. Aber die könnt ihr bis, ich müsste lügen, ich glaube 11. oder 18. August bei ausgewählten Streamern abholen, beziehungsweise gucken und genau, ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay, also, so wie es mir ausschaut, ist der Raum hier ein Fake-Raum. Das heißt, mit dem können wir nichts anfangen. Dann gehen wir jetzt wieder in die Mitte und, glaube ich, zu unserem ersten Raum zurück. Und dann schauen wir mal, was uns hier unten so erwartet. Ob das Fake ist oder nicht. So, was haben wir denn da? Aha. Close. Ach so. Okay, da hat sich also auch einfach nur eine Toilette hinter versteckt. Das heißt, das war wahrscheinlich auch der Fake-Raum. Dann bleibt uns ja nur noch die goldene Mitte, wo wir langdüsen können. Und wo war jetzt da? Hier hinter, gell? Genau, da ist das Trampoline. Komm ich bitte hoch? Danke. Wo bin ich? Hier komme ich jetzt aber nicht weiter. Also muss ich irgendwas übersehen haben. L. L für Loser oder was? Okay. Nein, hör doch auf. Ich will hier zurück. So. Hier ist auch noch irgendwas. Wo geht's denn hier lang? Aha, hier ist auch noch was zum Springen. Ich will aber ganz hoch. Warte mal. Oh Mann, ich hasse das. Das ist immer so. Jetzt. L. O. Kommen da jetzt lauter Hütten oder Loser steht oder was? Hier geht es nämlich auch nicht weiter. Also, ich will wieder runter. Danke. Okay. Hier waren wir. Warte mal, es gibt drei. Das heißt, wir haben den Gang noch und mein Irrlicht ist schon wieder aus. Das ist scheiße. Da ist auch noch mal ein L. Lol. Ja, da wird man ganz schön verarscht hier bei uns. Aber irgendwie ist es auch witzig. Gut, hier dahinter war ja nichts. Kann ich da lang? Auch nicht. Dann nochmal hier rein. Ha. Dann muss es doch hier was geben. Vielleicht da hinten? Hoch? Wo bin ich denn jetzt? Ah! Ah! Ich glaube, ich habe es gefunden. Tja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier in dem Gang. Und ich konnte jetzt gerade hier eine Tür schließen. Das habt ihr jetzt gerade nur nicht gesehen, weil ich nochmal angefangen habe. Ich habe gerade Pause gemacht, weil es nämlich so übelst geleckt hat. Ich hatte über 1000 und deswegen konnte ich hier gar nichts mehr machen. Und jetzt gehe ich hier den Gang nach oben und den kenne ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange die Fackel noch reicht. Ich glaube nämlich... warte mal, Hilfe, wo bin ich? Aha, ja, was ich sagen wollte, sie
die wird mir wahrscheinlich nicht mehr so lange reichen. Und jetzt bin ich hier. Oh, und jetzt bin ich hier unten. Nach unten gefallen. Und was ist jetzt? Aha, warte mal. Jetzt kann ich quasi hier lang. Guck mal hier runter. Oh, das sieht so schön aus. Wie so eine kleine Grotte. Und ich glaube, wir müssen da lang. Das heißt, ich muss mich quasi so einmal ums Eck schwingen. Kann das sein? Oh mein Gott. Wie viel Ding habe ich? 294. Ja, ich hoffe, das klappt irgendwie. Bin mir aber nicht sicher. Wir probieren es einfach mal aus. Und oh mein Gott. Da, rein mit dem Aufwind. Oh, pff. Okay, es hat funktioniert. Wir müssen, glaube ich, da runter in den Tunnel. Das sollte aber, wenn es nicht längen würde, kein Problem sein. Doch, ist es aber natürlich wieder. Ach, Manu. So, ich will bitte nicht wieder da hinten runterfallen. Ja, endlich. Oh mein Gott, Hilfe, was passiert? Ich bin irgendwo jetzt hier drin. Das sieht aus, als wäre ich gerade irgendwie in so einem Gehirn oder so. Aber voll geil. So, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Eine große Hecke, die mal einen Formschnitt bräuchte. Nein, Spaß. Was ist da? Öffnen. Ach, eine Lagertruhe. Okay. Gut, die ist wahrscheinlich nicht für uns gedacht, oder? Gibt es hier Fackeln? Nö. War ja klar. Nicht mal das bekommt man hier. Naja, wir gucken mal weiter. Was ist es hier? Ist das auch ein Labyrinth? Ich nehme mal ganz kurz mein Stäbchen in die Hand. Meine Nahkampfwaffe meine ich, damit wir uns hier ein bisschen Licht verschaffen können. Ja, und wenn ihr euch daran erinnert, habe ich ja schon mal ein Labyrinth gemacht. Das war von einem anderen Spieler gebaut aus unserem Server. Was soll das hier schon wieder heißen? Schon wieder LOL. Okay, das heißt, ich bin mal wieder falsch gegangen. Und ja, genau, das war von einem anderen Spieler von uns. Und da bin ich auch schier verzweifelt, obwohl es so einfach war. Aber gut, wenn es jetzt hier LOL heißt, dann wird es wohl, ach, keine Ahnung, irgendein Weg sein, der hier so lang führt. Wir gucken mal. Ich hoffe, dass es nicht so schwer ist wie in dem anderen. Wo bin ich denn jetzt? Im Miasma. Muss ich im Miasma sein? Weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Aber hier geht es auf jeden Fall irgendwie weiter. Okay, hier ist Dead End. Dann gehen wir da lang. Und da, das sieht richtig cool aus. Richtig geil. Auch dann hier, dass immer mal wieder so ein Miasma-Abschnitt kommt. Jetzt bin ich, glaube ich, im Kreis gelaufen. Wir werden den Weg schon finden. Oder war ich hier schon? Hä? Scheiße, jetzt fängt es wieder genauso an. Leute. Und wir sind vorher, glaube ich, hier lang, oder? Das heißt, wir gehen da. Wobei ich, ach so, hier runter geht's. Okay, dann habe ich jetzt den Ausgang gefunden, beziehungsweise den Weg aus dem Labyrinth. Oh Mann, und hier fühlt man sich ja gar nicht beobachtet, ne? Ich hasse diese Augen. Hier ist also, sieht aus wie in der Hölle. Nicht genug Materialien. Hey, das ist ein Totenkopf. Das ist mir ja auch noch gar nicht aufgefallen. Was ist denn das? Ach, die Plasmapresse. Na klar, die habe ich ja noch gar nicht, weil ich noch nicht in dem Dungeon war. Ätschi bätschi. Was ist hier? Ein Ding. Ich glaube, wir müssen dann da weiter. Auf jeden Fall ist es richtig cool gebaut. Und auch hier wieder mit den blöden Augen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, Leute, neuer Tag, neues Glück. Wenn ihr euch erinnert, sind wir gestern hier stehen geblieben. Ich musste dann leider abbrechen, weil die Latenz einfach so überhoch war. Und ja, jetzt sind wir hier und müssen quasi um dieses Ding hier drüber fliegen, um den anderen Standort zu erreichen. Und ich probiere das jetzt einfach mal und versuche, da rein zu fliegen. Hat mal wieder nicht ganz geklappt. Wir probieren es natürlich immer weiter.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich von hier einfach fliegen sollte. Aufwind. Und rein. Ach, scheiße. Ich glaube, der Aufwind ist zu früh. So, kurz mal ausruhen. Weiter geht's. Ach, scheiße, jetzt bin ich hängen geblieben. Mein Gott. Also fliegen sollte schon echt gekonnt sein. Ja, Leute, ich glaube, ich probiere es jetzt mal irgendwie von hier unten, wenn ich jetzt doch einfach mal stehen bleiben würde. Vielleicht kriege ich das irgendwie besser hin. Ah ja, oh mein Gott. So, wir gehen wieder geradeaus. Und? Ah! Oh, wow! Wo sind wir denn jetzt? Übel fett. Die Banner sind ja auch geil. Die Banner sind ja mal mega. Guckt euch das mal an. Hier mit dem Brunnen. Wow. Und was ist hier? Mein Gott, ist das süß oder was? Das ist eine kleine Miniaturstadt, Leute. Hier auch mit den kleinen Bäumen. Wie geil ist denn das bitte? Ich frage mich jetzt gerade nur, welche Stadt tatsächlich? Soll das Weizloh sein? Hier in Miniatur oder was anderes? Auf jeden Fall ist es richtig nice. Krass. Die Leute denken sich so viel aus. Wie süß ist das bitte? Hier auch mit dem Rauch, der hier so aufsteigt. Geil. Wo ist meine Fackel? Was ist hier? Ein Raum. Sieht irgendwie aus, wie so ein, als wäre es ein Fass gewesen. Cool. Und jetzt sehen wir es auch nochmal von oben. Süß. Schaut euch das mal an, das ist ja richtig geil. Schauen wir doch mal weiter, was wir sonst noch hier so finden. Was ist denn hier? Das sieht aus wie so eine kleine Chiller-Ecke, wo man sich hinsetzen kann und entspannen kann. Jetzt gucken wir nochmal hier hin. Also hier ist ja anscheinend ein Grabstein oder vielleicht ist es ja auch ein Opfertisch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh mein Gott, das ist aber auch süß. What's up, Lunetra? Oh, hier ein Herzchen für dich. Das ist ja echt goldig. Moin, die Leute sind so süß. Cool, finde ich richtig nice. Ja, und ich glaube, dass wir somit auch am Ende sind. Also es gibt jetzt nicht direkt einen Ausgang. Man kommt eben, wenn man mit dem Dungeon fertig ist, hier in diese schöne große Halle. Schaut auf jeden Fall mal auf unseren Servern vorbei, auch auf unserem Enshrouded Server, unserem Main Enshrouded Server. Da haben wir wirklich schon eine richtig fette Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall, die mal anzuschauen und auch mitzubauen, wenn ihr denn Lust drauf habt. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut doch auch mal hier rein in Weizloh und macht gerne das Rätsel selber. Viel Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bye!